Wir sind eine christliche Gemeinde und unser Ziel ist es, gemeinsam Gott zu loben, füreinander da zu sein und selbst eine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus aufzubauen. Die Arbeit unserer Gemeinde begann ganz klein im Jahre 1918, als Diakonissen nach Tennenlohe kamen und man privat in den Wohnzimmern der Bauern anfing, gemeinsam zu singen, zu beten und in der Bibel zu lesen. 2001 zogen wir aus dem Gessler in das neue Gemeindehaus in der Haselhofstraße. Die gute Nachricht der Bibel, das Evangelium, ist für unseren Glauben die wichtigste Orientierung. Ja, für mich ist wichtig, dass ich einfach nochmal neue Erkenntnis über Wort Gottes erfahre, dass ich wachsen kann im Glauben, und weil ich der Meinung bin, dass Gott so groß ist, dass er mir immer noch mehr zu sagen hat, als ich bisher schon begriffen habe. Ich komme gern hierher, weil hier gibt es nette Menschen, und ich denke immer, wenn wir Geschwister sind im Glauben, dann haben wir sofort einen Draht zueinander und jeder kann den anderen so akzeptieren, wie er ist. Gemeinde ist mir deshalb wichtig, weil ich hier Jesus nochmal auf eine ganz andere Art und Weise begegne, als wenn ich zum Beispiel zu Hause eine Predigt über YouTube höre. Hier treffe ich meine Freunde, die auch an Jesus glauben, und eigentlich sind wir so ein bisschen wie eine Familie, und das ist total schön, diesen Menschen zu begegnen, die auch Jesus im Herzen haben. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ich Jesus selber begegne, und das gibt mir Kraft und Mut für meinen Alltag. Ich freue mich, dass ich eine herzliche, offene Gemeinde finden habe dürfen. Es war für mich eine Gebetserhörung. Und ich bin glücklich, hier meine Bibelkenntnisse vertiefen zu können, mich mit Geschwistern auszutauschen, aber auch Gottesdienst feiern zu dürfen und fröhlich zu sein im Glauben und im Glauben auch wachsen dürfen. Wie spricht Gott heute zu den Menschen? Jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen. Ich denke, dass Gott nicht durch Sprache redet, sondern durch Ereignisse oder durch Menschen, die merken, dass ihr Weg eine Korrektur braucht. Oder es kann sein, dass Menschen was lesen und plötzlich denken, oh, das ist jetzt für mich. Oder sie hören ein Musikstück vielleicht und sie merken dann, dass in dem Musikstück irgendwas schwingt und das berührt sie, wie, weiß ich nicht, aber in der Seele oder im Geist. Warum berührt mich das jetzt? Warum schwingt es bei mir in meinem eigenen Herzen mit? Das muss in diesem Lied, ja, kommt es vor, aber es ist in meinem Herzen schon da gewesen, vorher schon. Und dann sagt Gott, hast du es jetzt gehört? Jetzt habe ich so deutlich gesprochen. Jetzt. Das macht manchmal Gott so. Es ist ja nicht so wie in der Schule oder zu Hause, dass der Lehrer oder die Eltern sagen, räum das Zimmer auf oder was ist 2x2. Wenn Gott redet, dann gibt es nur Freiwillige. Also Gott möchte, dass ich ihn suche. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich ihn suche. Bibel lesen, bete, mit anderen Christen zusammen bin. Und dann habe ich oft erfahren, dass Gott redet, dass ich Dinge wusste, was ich tun soll, die Gott mir gezeigt hat. Während unserer Gottesdienste bieten wir auch eine Kinderbetreuung an. Neben dem sonntäglichen Gottesdienst gibt es zahlreiche weitere Kreise und Veranstaltungen, zum Beispiel für Senioren oder Teenies. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie willkommen heißen könnten.